anschnallen, los geht's. VW Quiz Taxi. Mit mir und mit euch, Laura und Kathi. Es wird relativ kurzweilig, ihr dürft gern euren Gedanken freien Lauf lassen. Wir wollen hören, wie ihr auf die Antworten kommt, falls ihr überhaupt auf die Antworten kommt. Es gibt hin und wieder Antwortmöglichkeiten, hin und wieder nicht. Wichtig ist, dass die Laura sich nicht verfährt, ja, auf den Verkehr, ja, achtet. Rechts oder links? Natürlich rechts, so siehst du es vor dir in der Scheibe. Ich stehe da. Ich habe es jetzt geschafft. In welchen dieser Länder ist kein Linksverkehr? Sprich, wo wird, so wie bei uns, auf der rechten Straßenseite gefahren? Malta, Botswana, Hongkong oder Aruba? Es sind natürlich weit mehr Länder, wir haben ja nur, wir wollen nicht alle Antwortmöglichkeiten aufzählen. Vier Antwortmöglichkeiten, drei davon fahren links und ein Land fährt rechts. Welches? Malta, Botswana, Hongkong oder Aruba? Was? Hongkong? Malta, Botswana, Hongkong oder Aruba? Nicht Malta, nicht Hongkong. Ja, genau. Nimmt sie Aruba? Ja. Richtig! Yes! Stark. Unglaublich. Ausschlussverfahren. Ausschlussverfahren. Ist gut, der alte Ausschlussverfahren. Ja. Was schätzt ihr, wie groß ist die maximale Reichweite von unserem voll elektronischen Quiz-Taxi? Ich fand da nicht, dass es irgendwas rund um 400 Kilometer. Wir hätten beide irgendwas rund um 400 Kilometer gesagt, aber... Ja, wenn es so für 80 km/h keine Reichweite gibt, ist es ein bisschen mehr. Nein, ich glaube mehr als 500 ist sicher nicht, oder? Das ist mal ein guter Anfang, diese Schätzung, diese erste Schätzung. Achtung, so, rechts abbiegen. Oh, bluff. Sagen wir 385. Ja, okay. 385. 486. No, den Punkt kann ich euch leider nicht geben, das ist zu weit weg. Ich hätte ihn euch gern gegeben. Wann bestritt das österreichische Frauennationalteam das erste Länderspiel seiner Geschichte? 1985, 1990, 1994 oder 1999? Ich weiß nicht, so unsere Öderen Spielerinnen sind ungefähr 1990 geboren. Wow! Ja, das letzte Mal war ja die Doku. Was? Sehr gut, was? 30 Jahre. Stimmt. Frauennationalteam, genau. Wow! Hat da jemand ÖFB-TV geschaut? Ja, sicher. Für die Antwort gibt es keinen Punkt. Aber. Schade, nächstes Mal dann. Bin froh. Was? Sorry. 85? Ach so, stimmt. 90. Ja, 90. Ja, 90 ist richtig. Alle Wege führen nach Rom, auch dieser. Seit wie vielen Spielen ist ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann bereits in Amt und Würden? 21, 16, 18 oder 13? Nein, das erste war Kasachstan. Dann war Frankreich. Dann war Frankreich. Dann war Serbien, Frankreich. Nach Frankreich, Kasachstan, Serbien. Ja, genau. Ja, jetzt sind wir schon bei 17. 18 gibt es auch noch, ja? 18. Es sind 16 laut meiner Antwortkarte, aber ich habe auch nachgezählt und es sind tatsächlich 18. Demnach muss ich euch den Punkt geben. Wie viele Spielerinnen kamen bisher im Frauennationalteam zum Einsatz? Wie viele unterschiedliche Spielerinnen in der Geschichte des Frauennationalteams? Hat das jemand richtig gehabt? Bis jetzt waren alle weit oder sehr weit weg. Okay. Was hast du für Gefühl? 304. 183. No. Den Punkt kann ich euch demnach nicht geben. Wie viele Länderspiele hat das Frauennationalteam in seiner Geschichte bislang bestritten? Schätzfrage. Mach ich, 6. Wieso Juni. Muss man mein Lenkrad die ganze Zeit so. Weil du nicht in der Mitte fährst. Wie in der Mitte? Ja, ich kann nicht in der Mitte mehr stoßen. Also, letzte Antwort, wir müssen zu einem Ende 190. Kommen hier. Ja, 190. Das Spiel gegen Nordirland war das 200. Also haben wir jetzt 201. No. Wie viele Spiele hat Rekordspielerin Sarah Puntigam bereits absolviert? 118, 114, 111 oder 107? Wege. Geschichte ist deins, Kathi, ha? Ja, danke. 114. Falsch, 118. Und wie viele Tore sind dir dabei gelungen? Das ist aber eine Schätzfrage. Na. Ja. Obwohl die 18 nicht schlecht sind. 18? Nein, ich sag 22. Es sind 18. Na! Das ist eine bittere Pille. Oh, das gibt
Das gibt es echt nicht. It's Coming Home ist einer der berühmtesten englischen Football-Quotes und ein Must-Know-Song für alle Fußballfans. Von wem stammt dieser Song? Von den Beatles, von den Three Lions, von Oasis oder von Sportfreunde Stiller? Was war nochmal? Die Beatles, die Three Lions, Oasis. Three Lions. Richtig. Die Laura ist verlassen, wenn es um Musik geht, habe ich gesehen. Die Europameisterschaft wird, wie ihr sicher wisst, in 10 Stadien ausgetragen. Welches davon hat das geringste Fassungsvermögen? Ist es das Lee Sports Village? Ist es das New York Stadium in Rotherham? Ist es das Brentford Community Stadium? Oder ist es das Manchester City Academy Stadium? Welches hat das geringste Fassungsvermögen? Hast du irgendwann da? Manchester City Academy Stadium. Ja, glaube ich. Okay. Das heißt, das ist eure letzte Antwort? Sind die anderen als Männerstadion? Ich habe die anderen noch nie gehört. Das heißt, ich kenne nur das und deswegen gehe ich davon links, aus. Kevin? Ja. Dass man. Dass das ist. Ja, das okay. Ist halt. Sehr gut hergeleitet, kann ich dann nicht sagen. Das ist richtig. Danke. Glückwunsch. Ich habe zuerst gedacht, das wäre zu einfach. Das war unsere heutige Runde im Quiz Taxi. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Natürlich haben wir Hunger. Unter uns gesagt, nein. So schlecht war man. Das hätte ich mir jetzt was gar nicht. Aber 2 Punkte haben wir billig hergeschenkt. Ja, schon die 2 Punkte habt sehr billig hergeschenkt. Ich hoffe, das passiert euch nicht am 6. Juli in Old Trafford gegen England oder am 11. gegen Nordirland oder am 15. gegen Norwegen. Viel Glück jedenfalls für die UEFA Women's Euro und wir sind schon sehr gespannt, wie es euch dort schlagt. Und danke für eure Fahrt mit dem Quiz-Taxi. Dankeschön. Danke.